Okay. Der hat hier noch nie fertig gedrückt. Okay. Okay. Schlummi. Ich musste hier was auswählen, ja? Warum Ja, auf das dicken Plätzen? stimmt. Links und rechts drücken und A drücken, das ist ganz schön schwierig. Ich wollte es Warum? vielleicht mit euch absprechen. Hast du doch Nicht schon vor immer 5 Minuten gemacht. noch nicht immer ab A klicken, Benny. Wir müssen einfach bloß. Bei mir sind alle etwas genervt. Die Geister sind bei mir immer genervt. Wer fragt sich Sieht nur aus, als warum? würde sich ein Sturm nähern. Rechnen mit Blitz und Donner morgen. Fragt sich nur warum, ja. Frag dich mal warum. So, ich gehe mir jetzt meine Hacke holen, da könnt ihr noch eure Silo da Hacke holen. Habt ihr eigentlich schon eure Hacke geholt? Nee, die war ja Nope. gestern noch nicht fertig. Die hole Achso, ich heute. dann können wir ja nope, jetzt nope, zusammen nope, hingehen. nope, 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 Vielleicht nope, gibt es ja eine neue Quest. Luxusangel. Jetzt kann ich mir die Luxusangel beim Willi Nope, kaufen. nope. Scheiße, ich muss mehr. Nope, nope. Jetzt hätte ich die Schulze fast vermasselt. Ich habe mir den. So, ich habe mich genommen. Aber Nope, wolltet noch nicht nope, alles kaufen, nope. weil ich muss noch die Geoden aufmachen. Ich gieß mal noch ein bisschen mit, Ich aber hab wir Acker. müssen dann auch mal wieder Gold holen, gell? Hä, Gold haben wir doch viel. Nochmal oder her. 16 Stück, ich weiß nicht, was ihr Okay, dann braucht. Stil, Entschuldigung. Wir brauchen Eisen wieder, ich muss dann wieder in die Mine. Keine Also ich Zeit. mache eine halbe Gießkannenladung und dann gehe ich auch in die Mine. Toll, danke für die Hilfe. Ich komme ja dann, wenn ich vom Schmied zurück bin, komme ich ja mit Gießen. Du Ja, kannst also ein bestimmt. bisschen was übrig lassen für mich. Ganz Okay. unten, da ist jede Menge zum Gießen. Ja, da gieße ich dann. Schatz, ich gehe morgen mit dem Benny zum Sport. Wann sind wir fertig, Benny? 39 ungefähr normalerweise. 39. Und um 11 haben wir Termin, das passt schon. Wieso Nee, du könntest einfach mal eher so schlafen krank? gehen, dann hättest du einen normalen Tagesrhythmus. Das ist schon normal. Außerdem mache ich mehr Sport als ihr beide zusammen wahrscheinlich. Ich habe Muskelkater, weil ich Sport gemacht habe, zumindest. Ich habe auch Muskelkater, weil ich Sport gemacht habe. Haben wir Sonnenblumen Was? genug? Was willst du? Geh bitte! Dann halt nie, durch will ich hier erstmal einen Müll. So. Jetzt ist beim Schmied auf. Eine Grünalge gefunden. Yay, Stahlspitzhacke! Im Müll. So. War das knapp, ey, da kam gerade einer aus dem Haus raus. Ich darf keine abwischen beim im Müll wühlen. Ja, das ist tatsächlich wichtig. Sonst mögen die dich Dort alle war nicht ich in mehr. Zeitung. Wow. Na, ja, das ist wieder was für das Für den Gerät da. Müllschlucker, ja, schon klar. Sag mal, sammeln wir diese Gegner eigentlich gemeinsam? Welche Für Gegner? den Sammeln? Club? Für den Abenteuerclub? Ich sammle gar keine Gegner. Was Du musst doch für Gegner den sammeln? Abenteuerclub irgendwie 1000 von Slimies besiegen und 1000 von den Gold und kein, von den Okay. Kohletypen und ich hätte Von gerne den gewusst, coolen ob das Typen. von den Kohletypen, ob das für uns beide gemeinschaftlich zählt oder Wischen? ihr ordnet. Werkzeug verbessern, Aber wahrscheinlich zählt es Schlagspitzhacke. für jeden einzeln, weil wir kriegen nämlich dann Waffen von denen. Ja, dann wird es wohl einzeln zählen. Ich glaube, es waren Waffen. Oh, scheiße, ich hätte erst die Geoden machen müssen. Ah, Wieso? ich bin so doof, ne? Weil der jetzt arbeitet an dem Ding und gerade Ja, keine das Zeit hat. hätte Million. Was ist bitte? Tja, dann geh mal gießen. Unten ist noch jede Menge zu gießen. Zu gießen. Siehst du, der Felix und ich haben uns ganz lieb abgewechselt, damit du nie alleine auf dem Feld stehst. Und trotzdem immer jemand Steh ganz Eisen schön oft besorgt. alleine auf dem Feld. Das kommt dir nur so vor, was ich schon gegossen und geerntet habe. Bist du die Vogelscheuche? Jetzt habe ich Hofarbeit Stufe 5 und kann immer noch keine Dings bauen. Keine Kinder was? Dings. Sehr bezeichnend. Die Sprinkler? Sprinkler. Ich kann halt normale Sprinkler bauen. Aber Das kommt du irgendwann. scrollst auch, ja? Ihr habt echt schon sehr viel Langeweile gehabt bei den Feldern hier. Also ich habe gar nicht mitbekommen, dass das Feld so groß ist. Tja. Ich gehe mal aus dem Haus und gleich nach oben. Naja, Langeweile. Halt. Irgendjemand muss ja das Geld verdienen, ne? Gibt's einen So. Auftrag? Stimmt, ja, ich scroll Null auch. Wer hat Antwort auf. denn Was ist denn das für eine was Sinnvolles hier denn? Den Baum da hinzustellen, wo das Feld ist, mit dem. Ach, egal, Da, wo es schlägt Feld mich ist, haben wir doch. gar keinen Baum gebaut. Doch.
Nee. Hier sind irgendwelche, ich weiß nicht, Pastinaken, Erdbeeren, keine Ahnung, und da steht ein Baum und da ist so ein Das lag daran, dass das Ding da dran gepflanzt wurde, lange bevor das Feld dort war. Ja, dann bau den Baum halt ab. Ich muss Caroline eine Melone beschaffen. Melonen haben wir genug. Um sie glücklich zu machen. Ich mache jetzt eine Frau glücklich mit einer Melone. Sonst machen Frauen mit ihren Melonen Männer glücklich. Wie es mir auf der Zunge lag, aber es ist so schön, dass du mit erst gesagt hast. Vielleicht will sie ja mit der Melone auch einen Mann glücklich machen. Ja, das kann auch sein. Könnt ihr jetzt eigentlich das Hauptholz kaputt machen, oder? Ja, ich kann das. Nee, du kannst es nicht. Doch. Das Silo hier, ach nee, gerade nicht. Baut das Silo und hier ist so viel Heu. Ben müsste seine Dings abholen. Ja, ich bin ja schon auf dem Weg, das abzuholen. Dann gebe ich Caroline noch das Ding. Und dann geh unten mal in die Special Area da und hock ein bisschen. Special Area. Was für eine Special Area? Mit dem Wald. Ich zeig's dir. Von unserer Farm oder was? Genau, ich weiß aber noch nicht, ob du da schon durchhacken kannst. Oder ob man da schon, ob man da wirklich eine goldene oder eine Iridium für braucht. Du brauchst kein Iridium für Holz. Noch schon wieder ein Leuchtring. Wie gesagt, danach wird bloß noch verbessert, wie viel Zeug getroppt wird. Ach so. Und wie schnell es geht und wie, deine Ausdauer ist nicht so schnell erschöpft, weil es halt schneller geht und leichter. Neue Belohnung. Ja, dann holst du gleich mal ab. Ist aufgenommen. Ach, bei dir war der Schmied jetzt nämlich nicht beschäftigt, ne? Für die Geoden. Nö. Geil. Oh, ich habe auch noch eine Vogelstäuche gekriegt. Benni, wenn du dort bleibst, ich habe noch Haufen Geoden, dann kannst du die theoretisch aufbrechen. Aber ich will die mir jetzt nicht von dir einzeln geben lassen. Ja gut, ist ein Argument. Vor allem laufen die eh nicht weg. Auch die für Haley, ich will die ja. Ne? Cool, Sonnenblumensattig. Seht das gleich mal wieder aus, ne? Die Sonnenblumen. Caroline, wo bist du? Oh, die ist wieder am Training. Oder? Caroline ist doch die Grünhaarige. Einmal die Woche trainieren die. Ja, die trainieren heute gerade. Caroline, nicht schauen, ich bin komplett rot und verschwitzt. Ja, hier hast du eine Melone, was auch immer du dann damit machst. Hey, also du hast mein Gesuch gesehen in Aushang. Vielen, vielen Dank. Ist das für deine Mühen? Etwas für deine Mühen, 750 Gold. Für eine Melone. Ja, sauber, ne? Kratz. Die haben da jeglichen Bezug zur Realität verloren, was Finanzmittel angeht. Die haben zu viel Geld. Tomaten haben wir irgendwie ignoriert, das ist das zweite. Echt? Jetzt müssen wir nochmal zurückgucken in die Aufnahme, wer das erste Mal im Sommer eingekauft hat. Und ich vermute, es war ich. Und hab da gesagt, ich glaube, wir haben alles. Vermutlich. Ja, haben wir halt keine Tomaten, ist doch nicht so wichtig, oder? Eben. Naja, wir brauchen es halt, ne, fürs Gemeindehaus. Vielleicht können wir ja noch welche beim Sommerabschlussfest kaufen. Wie viele Tage brauchen die Samen denn? 11. Du kriegst keine goldenen Tomaten. Wir brauchen nur normale Tomaten. Achso. Nix Gold. Eine. Schmeißt du eigentlich das, also verkaufst du das Eichenharz eigentlich oder was hast du damit vor? Nee, das braucht man für manche Sachen zum Herstellen. Hab ich nicht verkauft bis jetzt. So viel haben wir nicht davon gehabt. Wo ist denn das Eichenharz? Was machst du in meiner Bude? Ich schenk dir was. Für die gute Nacht. Damit du nicht mehr so schlechte Träume hast. Ein riesen Teddybär, ich hab's gesehen. Ja, hast du ja auch Lumi schon geschenkt. Kriegt jeder von uns unabhängig die Belohnung? Keine Ahnung, ich habe auch gerade die 40er Belohnung bekommen, obwohl ich nur eine Sache abgegeben habe. Ja, das gilt dann schon für beide zusammen. Wir kriegen ja auch immer eine Einblendung, ne? Aber wir haben die 40er Belohnung hat Felix schon bekommen. Die Einblendung kam schon. Das spinnt ein bisschen. Das ist so wie mit dem Gemeindehaus, wo Felix ja auch noch einmal eine Sache abgeben konnte, die bei uns schon abgegeben war. Hm. Naja, ist halt nicht alles so ausgereift. Das ist jetzt auch nicht so schlimm, oder? So, wo ist denn jetzt die Special Area, wo ich durchhacken soll? Haben wir irgendwas vergessen an Special Events? Wo wir einen Brief drin hatten, dass wir irgendwo hinkommen sollen, dass irgendeine Veranstaltung stattfindet? Keine Ahnung, guck auf den Kalender. Du kannst ja sogar so auf den Kalender gucken, oder? Nee, wir haben noch keinen Kalender. Achso, den kann man sich aber auch ganz billig holen, wenn du oben hier zum
Wenn du nach oben gehst, kannst du den anfertigen lassen für 10.000 Gold. Kannst du in die Bude hängen. Ganz billig im Kalender für 10.000 Gold. Für 2.000. Also das 2000 ist immer noch nicht billig. Das ist immer noch nicht günstig. Ja, was denn, ey? Ich hab damals alles mit Minen verdient. Ich hatte irgendwas um die 10.000 da. Ich konnte einfach mal spontan runtergehen, mir ein Silo kaufen. Das haben wir noch nie gemacht. Wir kaufen ja auch die ganze Zeit andere Sachen. Wieso runtergehen? Ich weiß noch nicht, warum die jetzt nicht kommt. Ich habe das bezahlt und alles und keine Ahnung, was mit dem Haus passiert. Hast du hingesetzt, das Silo? Ich habe nicht das Silo gekauft, ich habe das Upgrade gekauft. Achso. Zum 500. Mal. Vielleicht hast du es ja schon, das Upgrade. Ich guck mal bei dir in die Bude rein. Meine Bude ist aber nicht groß geworden. Meine auch nicht. Und der hat ja auch gesagt, das dauert noch 3 Tage. Es müssen noch ein paar Tage dauern, irgendwie morgen, übermorgen. Vielleicht zeigt es im Multiplayer, kriegst du einfach keine Anzeige. Das gebaut wird, kann natürlich sein. Kann sein, ja. Was wollte ich denn jetzt machen? Ich hatte mich über irgendwas aufgeregt. Was kann ich denn hier für Hüte kaufen? Oh, ich kann eine Glücksbringerschleife holen. Kaufst du jetzt, gibst du nicht mal so sauer verdientes Geld für einen Hut aus. Aber die blaue Mütze ist voll süß. Und die Beamtenkappe. Oh mein Gott. Das ist bei mir ein Echo, so sehr freust du dich. Hallo, Echo. Wir brauchen das Geld, Benny, für ein Silo danach und danach. Hätte eigentlich irgendeiner von euch Hallo, Benny sagen müssen. Nein. Ich tue immer, wenn hier dieses Lied kommt, Hello from the other side, dann tue ich immer im Reinraum, stehe ich immer und wink meinem Kollegen so, Hello from the other side. Oh, Mani braucht auch eine Melone für Milch. Und ihr übergeht mich einfach, das ist ja nett. Ja, wir wussten nie, was wir mit anfangen sollen, das ist immer so. Ich fand's lustig, ihr solltet lachen. Das war so lustig, tut mir leid. Benny, hast du das eigentlich alles unten gegossen? Ja, hab ich. Sehr gut. Willst du dann endlich mal den Magnetring nehmen? Das sammelst du. Ich will den verdammten Magnetring nicht haben. Du sammelst aber alles damit schneller ein. Ja und? Wie kann man denn sowas nicht wollen? Das spart zusätzliche Wege. Haben wir jetzt eigentlich schon alle Zwergenrollen? Ja, ne? Also der erste. Die erste noch nicht. Oh, ihr hört mir nie zu. Doch. Ich hab gerade bewiesen, dass ich zugehört habe, ja? Ja, du, aber Lumi. Oh, ich bin so erschöpft, ich gehe bloß noch ganz langsam. Ja, ich bin auch kurz vorm Umfallen. Muss noch irgendwas gemacht werden? Habt ihr jetzt alles gegossen? Warum habt ihr dann den Hopfen nicht geerntet? Damit wir es für dich lassen, damit du dein Level steigern kannst. Mein Inventar ist voll, Leute. Ja, nicht mein Problem, ich habe keine Energie mehr. Dann machen wir das halt morgen. Nee, ernten sollte man schon im Tag, wo es reif wird. Ich gehe ins Bett. Ich kann mich kaum noch bewegen. Oder, warte, ich könnte eine Eichel essen. Ach nee, eine Grünalge, die gibt ein bisschen Energie. Alles gut, die Lumi macht das schon. Jetzt habe ich das Ding gegessen. Sei mal nicht so aggressiv, ja, hier. So. Und jetzt gehe ich ins Bett. Ich habe es mir immerhin verdient, so. Ja, ich habe es mir auch verdient. Ich war wirklich bei quasi null Energie. Ich liege jetzt mit offenen Augen in meinem Bett und generiere so Energie. Ich blinzel auch ab und zu. Noch schön mit Brille. Mein Stream hat genau 555 Aufrufe. Ist das nicht nett? Cool, du darfst nicht mehr streamen ab sofort. Mist. Wie kann man eigentlich diese, was hast du in diesem Webstuhl hingestellt? Wie kann man den eigentlich nutzen? Wenn wir Wolle haben, sonst geht's nicht. Du kannst da Wolle reinschmeißen. Dazu brauchen wir Kaninchen oder Schafe. Aber ihr solltet langsam schlafen. Ich gehe schon im Bett. Ich habe irgendwas. Ausbauen. Ja, es ist jetzt so ausgebaut. Minenarbeitsstufe 6, deins, nicht meins wahrscheinlich. Bei mir kann man jetzt ausbauen, ich weiß nicht, welches ausgebaut ist. Ausbauen. Genau. Für dich mit dem Namen, ne? Ja, Lumi, du bist echt. Weil ich es in Auftrag gegeben habe, ja, schon klar. So, letzter Tag für heute, ne? Ja, meins ist groß. Nichts ausgebaut. Meins ist groß. Wie letzter Tag für heute. Ja, für den Stream. 10:20. Ja, aber gegen 21:30 mache ich Schluss mit meinem Stream. Und ja, mein Haus ist größer geworden. Das kommen wir nie voran. Voll.
Das sieht doch von außen anders aus. Das hat hier jetzt so Querbalken und sowas noch extra dazu bekommen. Wenn jetzt meine Spitzhacke nicht hat, lass uns wenigstens noch einen Tag. Boah, du willst ein Riesenhaus. Ja, da habe ich mir verdient. Das ist ja voll unfair. Jetzt kann ich ihn hier... ich kann Benny. Spiegelei, Omelette, überbackener Blumenkohl, gebratener Fisch. Benny. Du kannst Marki. Mal ein Dings machen, ein Sushi. Was ist denn los, Felix? Erstens, du kannst jetzt diese tollen Batterien mal, also diese Blitzableiter stellen. Ich hab keinen Reis. Und ich hab auch keine Blitzableiter. Schade. Aber du hast ja bestimmt das Rezept dafür, oder? Und B, können wir nicht einen Tag länger spielen, dann kann ich meine bescheuerte Spitzhacke wenigstens abholen. Kannst du das nächste Mal abholen? Du musst halt ohne mich spielen, bin ich nur doof. Gleich daneben Satz dazu, finde ich doof. Nee, ist ja okay. Aber ich habe kein Rezept für Blitzableiter, ich bin nicht so gut im Bauen. Und wir haben keinen Reis und daher kann ich keinen Sushi machen. Kannst du kaufen, Reis kannst du eh nicht anbauen. Retten. What the fuck? Achso, die kann man nehmen, um eine Ebene tiefer zu kommen. Das ist ja gewieft. Ja, warum kriege ich ja Blaubeeren? Ja, weil ich viel zu ups. Viel. Ja, erstmal eine Blaubeere essen. Erstmal eine blaue Pille reinwerfen. So. Ich muss jetzt miternten. Ich will auch ernten. Dann ernte doch. Ich will. Ich gehe, ihr könnt. Der Mais ist reif. Ich will endlich Sprinkler bauen können. Ich hab gerade aus Versehen eine Wildgewürzbeere gegossen draußen. Gegossen? Sehr gut. Ich kann auch unterwegs. Das hat voll was gebracht wahrscheinlich. Ja, vor allen Dingen im Regen. Ja, die ist, Schade, geht jetzt bestimmt ein, weil du zu viel gegossen hast. Da gab's immer hier, Schatz, ich bin das Auto waschen oder so, wenn du wirklich deine Frau hast oder Abstand haben willst und im Regen dein Auto wäschst, so Schatz, ich bin Auto waschen. So wird's oder gemacht. Du bist einfach dumm. Ich arbeite noch an der Stahlspitzhacke, da kann ich immer noch keine Geoden abgeben. Wichser. Hätte das nie einfach jemand sogar von euch machen können, das abgeben, hatte ich weiter hier. Ja, aber... Ja, du hättest halt in die Kiste legen müssen. Du bist halt losgestiefelt. Du warst halt auf einmal weg. Naja, hab euch auch lieb. Ich hab eine Joja-Cola gefunden. Nichts machen. Mittwoch-Ruhetag. Das ist ein scheiß Da kann ich keinen Reis kaufen. Ja gut, dann war's. Dann lass uns einfach länger machen. Nö. Nö. Warum eigentlich nicht? Denn wir machen morgen sowieso nichts außer Sport. Ja, aber ich brauche jemanden, der viel Schlaf braucht. Es tut mir leid, ich habe eine alte Puppe viel gefunden. Schlaf? Du brauchst übermäßig viel. Wie viel schläfst du denn? 9 bis 10 Stunden pro Tag. Ich habe gestern 6 Stunden geschlafen. Ja, ist ja schön, dass du das kannst. Ich krieg da Kopfschmerzen, wenn ich das mache. Bei mir ich bin danach noch hier Auto gefahren, also hier. Brauchen wir jetzt noch goldene Melonen oder haben wir die schon abgegeben? Goldene Melonen haben wir schon abgegeben. Okay. Ich habe noch eine Quest mit einer Melone, aber... Dann gibt die... Du es brauchst gibt auch Melonen, gibt's genug. Brauchst ja nur normale Quest. Melonen. Ups. So, ich husche jetzt wieder back in die Mine. Ich habe mal das abgeschlossen, was du gestern verkackt hast. Was? Bündel komplett. Ich habe ein Einmachgefäß bekommen. Sehr schön. Kann es sein, dass wir jetzt wieder Kupfer brauchen eher? Ja. Muss mal gucken. Wir haben nämlich noch 40 Kupfer oder so, dachte ich. Oder weil 20 Eisen, zumindest. Oder Eisen brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr. Ne? Als nächstes bräuchten wir ja wieder Gold zum Verbessern. Das heißt, wir wollen irgendwas anderes verbessern als das, was wir haben. Wir brauchen dann vor allen Dingen Eisen für die großen Sprengler. Wer könnte eigentlich die großen Sprengler bauen? Hier. Ja, Benny, Benny, hier. Kann sich mal drum kümmern. Du kannst bestimmt schon wieder welche bauen. Hab ich gleich. Und dann, pass auf, ich hole dann mal weiter Eisen und wenn du dann mir Bescheid sagst, dann gehe ich woanders hin, um andere Sachen zu holen. Ich glaube, bei 40 kriegst du dann immer eine Belohnung einfach. Nope. Ja, also du kriegst immer eine Belohnung, jetzt glaube ich, bei dem, was wir haben. Wenn du was Sachen abgibst beim Museum. Ja, bekommt man immer Belohnung, genau. Die ganze Zeit der Felix für sich eingeheimst. Nee, ich habe immer was bei euch. Ich habe zum Beispiel die Obsidian-Vase, habe ich letztens bei dir hingestellt, Lumi. Stimmt.
Und hier steht alles voll mit irgendeinem Scheiß, den ich nicht brauche. Ja, wohl nicht, was du mal herkommst. Du kriegst nur Möbel im Museum. Im Museum kriegt man also nur Möbel. Ja. Als Belohnung. Noch nie gewusst? Ach, du hast das Spiel schon mal gespielt. Doch, doch, alles gut. Der hat nur deine Aussage aus dem Kontext gerissen und dich verarscht. Richtig. Mich verarscht. Aber schön, dass du es ihm erklärst. Ja, manchmal muss man das erklären. Was hat letztens die Werkstudentin hat mir gesagt, dass ein anderer Kollege über mich gesagt hat, dass ich nett bin, aber auch sehr ernst. Okay. Ja. Das ist ernst, verstehe ich nicht ganz, aber. Und das nett verstehe ich ehrlich gesagt auch nicht, aber. Ansonsten ist doch eine nette Aussage. Ich weiß. Lass dich ja nie blicken. Wolltest du doch noch einen Bildschirm vermachen, oder wie war das? Was? Ein Bildschirm. Was ein Bildschirm? Einen zweiten. Ich hab gesagt, dass du einen zweiten übrig hast. Ja, aber den brauche ich ja für meinen Retro-Pi. Für was? Eine Raspberry Pi mit einem alten Betriebssystem. Ah, okay. Damit ich sowas wie Pokémon auf groß zocken kann, weißt du? Wie denn Pokémon? Pokémon kannst du mit einem Emulator spielen, auf jedem beliebigen Betriebssystem. Dankeschön. Retro-Pi ist trotzdem dafür da. Okay, ich hätte jetzt gedacht, du nimmst halt den Retro-Pi und packst Windows 95 drauf, damit du alte Computerspiele spielen kannst. Das würde ich ja verstehen. Ich kann auf einen Retro-Pi hier Windows 95 drauf packen. Wenn du das schaffst, das müsste mal sein. Du kannst auf Retro-Pi nur ROMs reinpacken. Du kannst aber auch jeden beliebigen Emulator nehmen. Ja, du kriegst aber aktuell keinen ROMs. Runterladen wird nicht mehr möglich sein, ne? Ja, Nintendo hat dagegen geklagt. Ja, ja. Und die meisten ROM-Seiten haben das. Na, die meisten ROM-Seiten haben daraufhin einfach direkt das rausgenommen, weil sie kein Problem haben wollten. Hm. Also so erfolgreich war es schon. Aber ich habe ja schon zig ROMs, also. Ist mir erstmal egal. Erstmal. Hier lag wieder in der. Irgendjemand baut hier auszusehen die ganze Zeit Holzpfade ab. Aber ich denke mal, ihr macht die das. Die gehen irgendwann auch kaputt. So ein Quark. Die gehen kaputt nach einer Zeit. Deswegen sollten wir auch demnächst mal auf Steinpfade umsteigen. Eisengitter gehen auch kaputt, also Eisenzäune. Ja, aber viel später. Ist halt das Beste. Das dauert halt ein Weilchen. Viel, viel später! Wir machen das einmal in der Saison neu. So, für Herbst machen wir dann wieder neue Wege. Und dann vielleicht mal mit Stein. Wird hier drum gemeckert, dass ich das hier falsch einsortiere? Ich habe mir gerade mehr gedacht, wenn ich das jetzt hier lasse, wird rumgemeckert, dass ich es falsch einsortiere. Jemand meckert. Hast du mal gesehen wegen den Dings, den Sprinklern? Was wir noch brauchen? Bin ja schon dabei. Nö, ich kann ein paar bauen. Brauch halt Eisen. Immer noch Eisen? Yep, immer noch Eisen. Das ist der limitierte Silo vergessen. Oh. Wir haben noch nicht mal Tiere in Aussicht. Doch, wenn du den Hühnerstall baust, werden ja die Hühner freigeschalten. Aber wir haben noch keine Hühner gebaut. Nein, wir brauchen nämlich erst das Silo. Wer will schon mal Gras ernten? Das Problem ist, das Gras ist halt echt scheiß teuer, den Mist zu kaufen. Wir haben tonnenweise Gras. Ja, aber nicht geerntet. Brauchen wir auch nicht ernten, das ist einfach stehen. Was, Gras? Du meinst Fasern? Fasern brauchen wir ja nicht. Nicht für die Tiere. Ja, das kriegen wir aber auch erst im Herbst. Ach nee, das müssen wir anpflanzen, glaube ich. Ja, das Problem ist mit dem Gras, wenn wir jetzt bis Winter warten. Muss die ganze Zeit was anderes denken, wenn ihr von Gras redet. Ja, dann brauchen wir auch gar nicht anfangen damit. Ja, wenn wir bis Winter warten, dann ist das Gras nämlich komplett weg. Dann können wir nur Heu kaufen und das ist echt teuer, das braucht kein Mensch. Ja, dann davon abgesehen, halt, dass die Tiere mit frischem Gras ja auch besser. Ich mache jetzt eine Kartoffel ein. Eingemachte Kartoffeln. Felix, was machst du denn hier für ein Shit? Alter, das ist doch nicht dein Ernst, dieses Was macht er denn? Komm einfach zurück, du wirst es sehen, das ist nicht zu übersehen. Ich will nicht zurückkommen, wenn ich das so höre. Ach, ist das ein Scheiß, ey. Kann man da aber abbauen, hör auf zu heulen.
Das sieht aber hässlich aus. Hässlich wie Nacht. Und noch schlimmer. Hässlich wie die Nacht sind die Fackeln zwischen den Wegen hier. Das ist hässlich wie die Nacht. Du kannst nur, weil sie die Fackeln nicht auf die Wege setzen. Ja. Ihr könnt die Fackeln auch mal einfach verkaufen und wegmachen. Kein Mensch braucht die Dinger. Doch, Fackeln soll hell und gemütlich sein. Ja, dann nimm einen Leuchtring. Hab ich doch schon seit 2 Stunden an. Ja, dann kannst du die Pause die Fackeln auch nicht mehr. Doch, ich möchte trotzdem Fackeln haben. Ich mag Fackeln haben, ich bin Ben. Ich will die Welt brennen sehen. Oh, ich will brennen. Ach hier, Clint, ich schenk dir mal was. Feuerfrei. Das ist ein lustiges Geschenk, danke. Weintraubengelee ist ein lustiges Geschenk, das habe ich... Boah, du bist ein doofer Typ. Der Gelee ist lustig, das bappelt und wappelt so schön. Wappelt und wappelt. Nicht Silikon, Essbahn-Gelee. Ja, hast du schon mal Gelee gesehen, so auf einem Teller, das wappelt hin und her? Ich rede nicht von Götterspeise, ja. Auch normales Gelee kann wobbeln, meine Güte. Mein Gelee wabbelt nicht. Ich weiß nicht, was wabbeln kann. Wieso? Bist du so dick geworden? Das hast du immer bei Randratte gesehen, so. Aber ist das bei den Dicken nicht so? Dass das 2 Tage nach wabbelt? Dann sagt er einfach so: Wow. Ich gehe jetzt und schenk Linus ein bisschen Gelee. Weil ich ihn mag. Ach, weil ich nicht so ein Unmensch bin wie ihr. Moment mal, ich schenke ihm auch immer Sachen, die er so findet. Ja. Oh, Alter, du geh endlich. Oh, hier, Linus. Das ist ein Freak, ey. Das ist ein großartiges Geschenk, danke dir. Wisst ihr, ich schenke ihm gute Sachen, ich bin kein Unmensch. Glückwunsch. Ihr seid alles Unmenschen. Bild dir doch was drauf ein. Mache ich doch gerade. Ich muss mal 1.30 Uhr hier nach unten an die Brücke, an den Busch gehen und dort mal dran klopfen. Oh ne, ich will nicht in Ohnmacht fallen. Das kannst du machen, wenn du gerne möchtest. Nein, das geht noch, Benni. Ach ne, 0.30 Uhr war das. Du hast mir gerade 1.30 Uhr gesagt. Busch, ja, an den ersten Busch links von der Brücke und da mal gegenklopfen. Da passiert was total Lustiges. Von welcher Brücke? Die unten zum Strand geht. 0.30 Uhr. Mhm. Brücke unten zum Strand? Ja, da ist doch gar kein Busch. Doch, glaub mir. Am Strand? Hier. Da 0.30 Uhr am Busch rütteln. Bin ich da? Ich bin da. Ich weiß nicht, ob es hier im Multiplayer klappt, aber im Einzelspieler klappt es auf jeden Fall. Busch. Ja, der war dran schuld. Der hat 9-11 gemacht. George Bush. Musst aber auch noch Junior oder Senior sagen, ja? George Bush. Seit wann? Ich mag Bush. Da passiert nichts um 0.30 Uhr. Du hast mich verarscht. La. Wow. That prank, though. Im Einzelspielermodus. Aber wahrscheinlich geht's nicht im Multiplayer. Rache. Ist klar. Mach das im Einzelspielermodus, da passiert wirklich was. Ich schwimm dir gleich, da passiert was. Bei dir passiert auch gleich was. Wirklich was, das kannst du dir auch bei Wiki noch gucken. Bei dir passiert auch gleich was. Ich geh jetzt erstmal in mein großes, schönes Haus schlafen. Ja, was? Was machst du denn? Du backst da durch die Gegend. Sehr gut. Was war denn das? Sehr gut. Oh, ich hab mich gestreckt. Freut sich, dass er uns endlich los ist. Ich bin echt ein bisschen müde, gerade auch nicht nur im Spiel, sondern auch im realen Leben. Ja, ist ja gut. Oh, Miss Pupu. Ich weiß gar nicht, warum ich heute so müde bin. Ich habe heute eigentlich voll lang geschlafen, ich bin total müde. Ich habe um die 12 Stunden geschlafen. Scheiß Lebensmittelvergiftung. Ich habe 6 Stunden geschlafen und vorher ja. Schiebst halt auf die Lebensmittelvergiftung, dass du lange schläfst. Du bist einfach faul. Ich bin noch nicht im Bett. Scheiße. Ja, wer wohl? Der 1.30 Uhr an den Baum pinkeln will. Ach, ich hab mich überlegt. Sammeln Stufe 6. Jetzt habe ich einen Blitzableiter. Und kann Wildsaat Herbst herstellen. Und kann das Teleport-Totem für den Strand herstellen.
Moment, Teleporter? Ich weiß gar nicht, warum du die ganze Zeit so coole Sachen bekommst und passiert einfach gar nichts. Ist ja nicht so, als ob ich, dass ich nichts tun würde. Er geht halt nur in der Mine rum. Und die Mine ist durch. Ja.